So, wie gesagt, neuer Tag, neuer Shop, Shop eben hochgeladen. War ganz interessanter Shop, aber jetzt sind wir natürlich bei der Tagesaufgabe, nämlich durchsuche Vorratslieferungen. Dazu ganz simpel, einfach in Gruppenkeile gehen. In Gruppenkeilen definitiv am aller einfachsten. Vielleicht nicht direkt alles in einer Runde, aber ich denke mal, in so zwei, drei Runden werdet ihr alles safe geschafft haben. So, dann erstmal danke für die 313 Abonnenten. Ihr wisst ja, bei 320 Abonnenten kommt dann die nächste Zahl hier unten hinzu. Und da wir gerade Ladebildschirm haben, ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit ist Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, ich dir aber schon öfters helfen konnte, lass doch gerne mal ein Abo da, würde mich freuen, alle anderen auch. Du machst eigentlich jeden glücklich mit einem kostenlosen Klick. So, wenn du aber wissen willst, wie unten das mit dem Gewinnspiel genau abläuft, wie gesagt, guck in der Videobeschreibung nach. Da habe ich ein extra Video hochgeladen, wo ich mich einmal beschreibe und auch genau erkläre, wie das funktioniert mit dem Code. So, hoffen wir mal, dass es heute mal nicht so übelst leckt. Und ich muss aufpassen, ja, genau das. Ich muss aufpassen, dass ich nämlich keine Wochenaufgaben mache. Ja, das ist klar. Also, ich darf schon mal keinen Kill mit dem Scharfschützengewehr machen. So, warte mal, ich warte nur mal gerade, bis die Zone bereit ist. Ah, da hinten ist er. So, gerade mal sowieso schon mal so gucken, für was Aufgaben hier noch sind. Aber ich werde sie natürlich noch nicht machen. Also hier sehe ich mal keine Zielscheibe. Aber keine Panik, ich werde das für euch rausbekommen. Wird natürlich auch sofort kommen. Ja, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen hier. Mitholen. Hier nochmal die Kiste. Ist halt auch so ein Grund, ich lande hier echt ungern. Hier rennst du nämlich 3 Stunden durch die Gegend. Ne, Sniper lassen liegen. Keine Panik, wir gehen vielleicht schon direkt zur Aufgabe. Gerade so ein bisschen Loot einsammeln. Voll unterschiedliche Waffen wären natürlich auch nicht schlecht. Ja, das war's wieder komplett. Geben. Ach, da war die Kokos, muss ich da gerade sehen. Oh, habe ich mich nicht verguckt. Ein Lami. Da müsste eigentlich auch mal eine Aufgabe kommen. Oh, es gibt wieder Dings-Sprungflächen. Ach, die Aufgabe habe ich leider auch schon gesehen. Mit dem Fallenschaden. So, Vorräte sind schon die ersten da. Also direkt schon hoch. Wie gesagt, ihr seht ja, diese Vorratslieferungen fallen vom Himmel und in Gruppenkeile einfachste Variante, die zu bekommen. Ihr seht ja, der eine ist auch schon am Geiern, alle zu bekommen. Hallo? Danke. Und ihr seht auch, auf der Minimap sind die halt auch markiert. Versuchen direkt beide zu kriegen. Der eine landet nämlich auf dem Baum, da kann ich den Baum mitbauen. So,
Machen wir nämlich das schon einmal. So ein Geier, das ist ja nett. Ja, war es immer noch zu langsam. Kappa. Oh, Gegner. Ich hab gar keinen gesehen. So, wie gesagt, ihr habt ja jetzt gesehen, so holt man sich die Vorratslieferung halt am einfachsten. Ich habe jetzt schon zwei Stück, den dritten werde ich natürlich auch noch kriegen. So, kein Problem hier. Also einfacher geht es halt wirklich nicht als hier. Und da würde ich sagen, gehe ich nämlich selber eigentlich schon wieder raus. Ne, wir versuchen jetzt die anderen noch. Ich will jetzt die Aufgabe fertig haben. Die zwei Minuten kommt es jetzt auch nicht an. Jetzt, wenn ich durch den Baum gehen kann. Immer diese realistischen Spiele, ey. Ja, Papa, das war's komplett. Aber, ja, da ist einer dran und den anderen zwei Vorräten ist keiner dran. Ja doch, die sind sie gerade im Runterschießen. Wie gesagt, ich muss halt ein bisschen aufpassen, dass ich die Aufgabe hier noch nicht schon fertig mache. Weil es gibt halt immer, ihr werdet es nicht glauben, aber die Aufgaben an sich sind ja selbsterklärend. Aber wie viele Fragen ich trotzdem dazu bekomme, das ist halt echt schon krass. Ich mir selber denke, hä? Das ist doch ganz simpel eigentlich. Aber manchmal versteht man halt echt die einfachsten Sachen nicht. So, fahren wir hier hoch. Aber bei meinem Glück. Ja, die stürzen sich jetzt alle da drauf. Gerade kurz warten, bis die anderen Vorräte kommen. Müsste eigentlich gleich soweit sein. Sind auch nur noch 22 Leute dabei, von daher. Ja, da hat er seinen Sniper-Kill gemacht. So, wie ihr seht, hier kommen die nächsten Vorräte. Ah, wer macht den Kerl hier? Ja. Hat er echt den Hit gemacht? Hat. Wo sind die Vorräte? Wie gesagt, ihr könnt die auch runterschießen. So, ich hoffe, der landet. Natürlich landet der nicht auf dem Baum. Ach, er hat mir die Vorräte geklaut. Du Arsch mit Ohren. Ja, die anderen, da sind wir auch schon. Weil sind nur noch 20 Leute da. Die kleinen Assis, ey. Hallo, Leck des Todes. Den. Aber die nächsten Vorräte kommen direkt. Es war mein Kill. Ich habe den Headshot verpasst. Ich habe explosiv Schaden, ja? Vorräte probieren wir noch. So, die nächsten landen aber da hinten. Lass die sich mal ruhig da kloppen um den.
mal, was für ein Egoist. Boah, kriegst du einen Kill. Weil es leben nur so wenige Leute und trotzdem kloppen wir uns hier, ey. Er baut sich die Mega-Rampen. So, gucken wir noch einmal. Ja. Dies braucht kein Mensch. Gemeinsam sind wir stark. So, die nächsten Vorräte landen aber da hinten. Hier nur noch so wenige Leute sind, ey. Wir kloppen uns hier um Kleinigkeiten. Aber ich würde sagen, das war es eigentlich jetzt mit der Geschichte. Wie gesagt, ihr seht ja, einfach hinfliegen, Vorräte öffnen und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. In dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß mit euren Aufgaben und haut rein.